Auch in Russland kann die Lage für Regierungsgegner gefährlich werden. Vor gut 2 Wochen wurde Kreml-Kritiker Nawalny vergiftet. Er befindet sich immer noch zur Behandlung in Berlin. In dem Land selbst haben die Wähler jetzt die Möglichkeit, mitzubestimmen, wie es weitergehen soll. Heute finden dort Regionalwahlen statt. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest für die Regierungspartei Geeintes Russland von Präsident Putin. Es ist nicht viel los hier am Stadtrand von Moskau. Denn traditionell ist die Wahlbeteiligung bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland sehr niedrig. Doch dieses Mal hatten Oppositionspolitiker Nawalny und sein Team die Menschen aufgerufen, unbedingt zu wählen. Die Urnengänge kommen für Präsident Putin und dessen Partei Geeintes Russland zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Aufgrund der Corona-Krise sind die Lebensmittelpreise wie auch die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Wir sind doch wie Ameisen für die Regierung. Keiner interessiert sich für uns. Deswegen habe ich für die Jungen gestimmt. Die Kandidaten sollten sich für unsere Rechte einsetzen, damit sich unser Leben verbessert und wir uns endlich auch mal wieder was leisten können. Mit großer Spannung schaut man vor allem auf die Städte im fernen Osten. Dort ist der Unmut besonders groß. Hier in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands, kam es vor den Wahlen immer wieder zu Demonstrationen. Und auch wenn Kreml-Kritiker Nawalny nicht dabei sein kann, so haben seine Mitstreiter im ganzen Land gefilmt. Zum Beispiel Szenen wie diese, wo ein Wahlbeobachter angerempelt wird. Oder eine Wahlhelferin Unterlagen einfach verschwinden lässt. Im Netz lösen Aufnahmen wie diese eine große Diskussion aus. Und so dürften die Regional- und Kommunalwahlen dieses Mal Einfluss haben auf die Politik in Moskau.